Hallo, das hier ist ein zweites Erklärvideo zum Bündeln. Hier möchte ich dir das auf eine andere Art erklären. Ich habe diesmal echte Steckwürfel hier hingelegt und hier siehst du wieder das Feld für die Zehner und für die Einer. Ich könnte jetzt wieder einen Sack um 10 Steckwürfel herumzeichnen. Das mache ich aber nicht, sondern ich stecke diesmal eine Zehnerstange zusammen und gucke, wie viele Zehnerstangen kann ich aus diesen Würfeln stecken. Steckt nicht so gut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich habe jetzt 10 Steckwürfel zu einer Zehnerstange zusammengesteckt. Ich gucke mal, ob ich noch eine Zehnerstange stecken kann. 1, 2, 3. Nein, kann ich nicht. Ich habe also eine Zehnerstange gesteckt, deswegen kommt bei den Zehnern eine 1 hin. Und es sind 3 einzelne übrig geblieben und das ist dann die Zahl 13. Das mache ich noch mit einem zweiten Beispiel. Dafür muss ich die aber kurz wieder auseinander machen. Ich lege hier wieder Steckwürfel hin und ich könnte jetzt wieder um 10 Steckwürfel einen Sack zeichnen. Ich gucke aber, wie viele Zehnerstangen kann ich zusammenstecken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich habe schon mal eine Zehnerstange gesteckt. Vielleicht kann ich ja noch eine zweite Zehnerstange stecken. Ich probiere mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, eine zweite Zehnerstange bekomme ich nicht hin. Ich habe eine ganze Zehnerstange gesteckt. Deswegen kann ich hier eine 1 hinschreiben. Und das hier hat nicht mehr für eine Zehnerstange gereicht, sondern das waren noch 6 einzelne, die dann übrig bleiben. Die Zahl ist dann die 16. Würde ich jetzt hier noch 4 Steckwürfel mehr dran stecken, dann hätte ich sogar 2 ganze Zehnerstangen gehabt. Dann hätte ich hier bei der 10 die 2 hinschreiben müssen, weil ich 2 Zehnerstangen habe. Aber ich habe nur eine Zehnerstange und 6 einzelne. So kannst du dir das mit dem Bündeln auch vorstellen.